Sie Camping-Irre-Typen. Ja, genau. Ich bin der Irre-Typ. Voll genau. Im Breitbild. Total. Das ist nämlich der Camper Grunzi. Genau. Grunzi on Tour. Grunzi on Tour. Und werden wir uns nachher noch unterhalten über das Grunzen. Genau. Und woher es kommt oder auch nicht. Wie auch immer. Genau. Aber du bist zweitrangig im Moment. Nachher spielst du die erste Geige. Wir haben nämlich hier einen bösen Onkel. Genau. Nein, der hat nur ein T-Shirt an. Servus. Camper Markus. Grüß dich Gott. Und ihr werdet euch jetzt ein bisschen wundern, wenn wir jetzt erstmal hier das Erdbeerkörbchen vorstellen. Woher kommt eigentlich der Name? Weil das einen Henkel hat von einem Körbchen, das ist schon klar. Aber wer bitte zum Gottes Willen darauf gekommen ist? Das wäre mal wirklich lustig zu ergründen. Ich weiß nicht, ob es schon einen Wikipedia-Eintrag gibt dazu, aber das gibt schon immer diesen Namen. Ja, ja. Gerade durch den Henkel kommt die... Durch den Henkel ist logisch, aber dass man das dann schlussfolgt, ich glaube, die ersten waren, wie es bei Golf oft üblich war, auch rot. Wahrscheinlich auch nochmal die Ableitung davon. Aber das ist ein Baujahr? 92. Okay. 92er Baujahr. Ich denke mal, da fährt man auch gern zum Golftreffen, oder? Genau, das ist jetzt gerade auch aktuell. Ist gerade aktuell. Der hat, ich sehe es gerade, was hast denn du für geile Felgen drauf? Ja, ein bisschen Porsche. Das sind original Porsche-Felgen. Das sind die vom 9860 oder 9820 oder so in die Generation gewesen, ja? Und alles schön eingetragen, so wie es gehört. Wir zeigen ja hier nichts Illegales und so. Ja. Alles prima. Habe einen interessanten Bericht gelesen, das war gestern Abend. Ich gucke ja immer so die News durch und momentan auch wieder ganz viele Treffen sind, gerade früher Sommer. Gerade wird das ja angesprochen. Leute draußen, die meisten von denen, die tunen, sind keine Raser. Das sei mal dazu gesagt. Die haben auch schwarze Schafe drunter, aber es ist nicht zwangsläufig so, dass man jeden Tuner gleich als Raser abstempelt. Nee, nee. Da will ich mal für euch Partei ergreifen. Das ist nämlich momentan die Diskussion, ja, das sind die Verrückten mit den breiten Reifen und die tiefer gelegten Autos, die dann ihre Rennen machen. Das sind die Autos viel zu schaden. Richtig, genau aus dem Grund. Also da springe ich wirklich in die Bresche und ich fasse oft so Themen dann auf, damit es nicht langweilig wird am Kanal. Classic Line, absolut. Der ist ja top im Zustand. Bist du hier begabt? Hast du das alles machen lassen oder machst du das selber? Wenn, dann mache ich es alles selber. Ich hatte davor einen VW-Bus, T3 Britsche, Oldtimer und einen passenden Wohnwagen dazu, Wilk, 1967. Jetzt habe ich den Bus verkauft, wollte den Oldtimer-Wohnwagen zum Cabrio passend umlackieren. Hat jetzt aber optisch nicht dazu passt zum Baujahr 92. Absolut. Ich habe mir jetzt dann gedacht, baue ich mir einen eigenen Wohnwagen passend fürs Cabrio. Um das geht es ja eigentlich, es geht ja um den Anhänger. Wir sind ja aber Erwin Hümmer, also es war ja nie ein VW-Händler. Ja. Hat eher mit was anderem zu tun gehabt. Und ich habe gerade im Vorspann oder unter uns gefragt, hast du das alles alleine aufgebaut? Ja, alles komplett. Die Achse vom Anhänger wurde gekauft, die Deichsel auch, zwecks TÜV-Eintragung nachher und Abnahme und der Rest komplett Eigenbau. Bist du Camper von Natur, ich wollte schon fast sagen als Sternzeichen, oder mit in die Wiege gegeben, familiär Wiege, übergeben? Alles, ja, okay. Schon immer, nur Camper. Nicht einfach nur gesagt, ich habe jetzt einen coolen Erdbeerschnittchen, Törtchenwagen und will einen Wohnwagen dran haben, sondern Camper aus Leidenschaft. Ja, genau. Geil. Ja. Das ist ja übrigens eine nette Bar. Ich finde ja diese ganzen vielen Details hier so cool, die dabei haben. Immer ein bisschen Sprit dabei. Richtig. Immer ein bisschen Sprit dabei. Ihr seht, alkoholfrei. Das andere, die Werbung blendet man natürlich aus. Ja. Vollkommen klar. Dann gehen wir doch mal rum. Den hast du für zwei Personen konzipiert. Genau. Ja. Was wiegt denn der? Zwei Personen, 420 Kilo leer. Du weißt natürlich alles drüber. Natürlich. Bringt die Sache mit sich. Ja. Da hast du, die Leuchten kommen mir bekannt vor. Richtung, Internet, LED. Ja, mit LED sehe ich, aber so von der Form her, das sind natürlich Caravan-Heckleuchten, die gerne auf Caravans verbaut werden. Genau. Aber das ist natürlich total in. Wie alt ist das Fahrzeug, habe ich es überhört, oder der Anhänger? Der ist jetzt fertig geworden. Ich habe fünf Monate dran gebaut. Okay. Hat seit einem Monat TÜV oder zwei Monate. Wow. Zwei Monate TÜV. Ja. Ach stimmt, ja, das sehe ich gerade. Die erste Ausfahrt mit. Und wie rollt er? Gut. Wie erwartet, gut. Man schläft gut. Alles gut. Phänomenal, weil das ist total in. Warum man da nicht früher drauf gekommen ist, sind diese Heckküchen. Ja. Open Air Feeling. Genau. Da spielt sich das Leben ab. Notfalls kannst du bei Regen ein bisschen unterstellen und es wird nichts nass. Und selbst wenn. Radio, Wasser. Kühlschrank. Wow. Und alles selber? Alles Eigenbau, komplett. Von Grund. Es gab vorher nichts außer Achse. Deichsel. Ich rede ungern in den Videos von Kosten. Muss aber auch nicht sein. Nee, aber wenn man das jetzt mal hochkalkuliert. War human. Ich sag mal, meine Arbeitsstunde darf man nicht rechnen. Absolut. Das ist Hobby, das darfst Spaß, du nicht. Ja. Freude dran. Der Rest hat mich jetzt 2000 Euro gekostet. Nein. Komplett. Rein Material mit allem. Genau. Seht ihr mal, Leute. Also ich könnte es nicht, weil ich habe zwei linke Hände dafür eine Riesenklappe.
Aber jeder soll das machen, was er kann, und das ist auch das Richtige. Genau. Und das ist auch wetterfestes Holz, gell? Also wenn es da mal ein bisschen nass wird, mit Lack. Lackiert, ja. Außenhaut ist Alu, Pulver beschichtet. Und du kannst dann autark stehen, du hast da Batterie hinten drauf, die du... Batterie drin, ja, autark. Genial. Und Umwandler vom Wohnwagen mit reingebaut. Mit dem Tisch dazu. Caro Van Drop, willst du damit in Serie gehen? Mach dir gleich ein Angebot, pass auf. Nee, nicht wirklich, aber die meiste heißen da irgendwie ja, klar. Steel Drop, Caravan Drop, was auch immer es gibt. Durch die Dropform? Genau, bei mir heißt es Caro Van. Ja. Weil meine eine Tochter heißt Carolina, ja. Die andere heißt Vanessa. So ist der Name entstanden. Das seht ihr mal. So gleich die Ableitung. Also der ist quasi, hast du zwei Paten dran. Wie alt sind die? Die eine ist 7 und die andere 5. Hast du Glück gehabt. Zwei Mädels, mein lieber Schieber. Genau. Und heute bist du allein unterwegs. Du kommst aus, ich habe gar nicht aus Fenster geschaut. Aus Ludwigsburg. Genau. Ja, ich hätte bloß beim Dialekt ein bisschen aufpassen müssen. Ich filme hier absichtlich mal drüber für alle, die detailverliebt sind. Die können dann ins Standbild gehen mit HD. Kann man das schön filmen. Bist du bis morgen Abend da? Ja. Dann werden wir noch schön grillen heute Abend, genau. Oder? Also ich rufe immer alle dazu auf, kommt her. Und wenn nicht, dann schaut euch die Videos an. Wir werden alles vorstellen. Es ist einfach traumhaft schön, hier zu stehen. Ich glaube, das ist ein Highlight für uns alle. Herrliches Wetter. Ja, ich sage immer, der heilige Erwin Hümerrasen. Das ist schon ein Privileg, hier sowas herzeigen zu dürfen. Und bei dem Wetter haben wir richtig Glück gehabt. Super. Ich hoffe, dass noch ganz viele Leute kommen. Darf ich noch mal reinfilmen mit dir zusammen? Diese Details, das sind ja Niederquerschnittreifen hinten, oder? Ja, genau. Richtig schön. Lassen Sie sich nicht stören, gell? Das sind die originale Cabrio-Felgen. Ja. Aufgebaut. Alles stimmig. Alles kleines, stimmig. Kleines Weizenbier-Tischchen. Ja, dann hast du innen und außen gleich. So, genau die richtige Höhe. Cool. Bei den Temperaturen noch ein bisschen warmer. Super. Ja, ansonsten erleben wir den Abend nicht. Genau. Aber allein diese Arbeit, die du da reingesteckt hast. Wow, also besser kannst du ein Werk nicht bauen, beziehungsweise da bist du in den Details noch weit voraus teilweise, das ist halt mal so. Da steckt man dann auch die Liebe rein, die halt ein Werk dann in der Form nicht mehr bringen kann. Wow, ich habe jetzt genauso wie ihr zu Hause das erste Mal hier ums Eck geguckt, alles dran und zwar ein Riesenbett, was ist das breit, 1,40 Meter? Genau, 1,40 Meter auf 2 Meter, für sich, ja, für zwei Personen optimal. Die Füße streckt man noch ein Stückchen absolut. Unter die Küche von außen drunter und dann passt es genau. Wunderbar gemacht. Hammer. Fernseher, DVD drin, Steckdosen. Und der kleine Heater, das funktioniert wirklich gut. Genau, ich werde den demnächst mal vorstellen. Ja. Der Handy-Heater heißt genau, glaube ich. Genau, gell? Dieses. Ja. Für diese Größe optimal. Super. Funktioniert, schaltet automatisch an und ab. Klasse. Respekt. Hat, reicht. Dann hast du zwei LED-Lichter oder oben wahrscheinlich nur eins oder vorne eins. Das reicht auch voll und ganz. Genau. Ach, die Tür groß, du musst dich da nicht runterbücken, du setzt dich einfach hin und schwingst dann ein paar Püchchen rein. Genau. Und gut ist es. Also Respekt. Ihr seht, hier ist alles gemischt. Wir haben hier vom Oldtimer über den Hippie-Bus, den ich vorhin schon gefilmt habe, auch ein Highlight. Es ist jedes Fahrzeug hier ein Highlight. Spezielles, ja. Da kommt noch einiges auf euch zu. Ich sage, ich hau euch richtig was auf die Augen und ihr lasst bitte ein Like da für alle Beteiligten hier, weil die kommen hier aus freien Stücken, hier wurde keiner hergezwungen. Und jeder ist stolz auf das, was er gebastelt, gebaut, gemacht hat. Und so soll es auch sein. Noch irgendwelche Anmerkungen im Speziellen? 8 Minuten 28, perfekt. Ich rede immer so viel. Die Leute sagen immer, ich rede so viel. Ich bedanke mich. Du bist so stimmig zu dem Ganzen, dich muss man herzeigen. Vielen Dank. Dank. Mach's gut, wir sehen uns nachher. Also, schaut euch mal den Himmel an, kommt nach Bad Waldsee. Vor das oder hinter das schöne Erwin-Hümer-Museum. Ihr könnt natürlich auch Drehführungen mitmachen. Und ansonsten gesund bleiben, weiter campen. Bis bald. Servus, ciao, ciao, der Camper Tobi.